einen Rechner zu Demonstrationszwecken, der von der TU Dresden gebaut wurde. Und da kann man ganz schön sehen, wie ein Computer funktioniert. Und zwar haben wir hier links Speicher. Hier oben haben wir konstanten Speicher. Da kann man über solche Schalter einfach hier ein Bit an- oder ausmachen. Und unten haben wir tatsächlich Hauptspeicher, das ist Trommelspeicher, der Read-Write ist, also im Gegensatz zu dem konstanten Speicher, der Read-Only ist. Und da werden hier in diesen Trommeln die Bits gespeichert. Und man sieht hier diese Stifte, die über Elektromagneten rein und raus gedrückt werden. Und je nachdem, ob sie drin sind oder draußen, ist das Bit gesetzt oder eben nicht. Ja, und dann haben wir noch für Input-Output haben wir noch ein Eingaberegister. Also zum Beispiel, wenn man eine Taschenrechner-Anwendung hat, kann man über diese Input-Felder die Daten eingeben. Und ein spezielles Output-Feld wäre dann dafür da, dass das Ergebnis ausgegeben wird. Die Maschinenbefehle sind die üblichen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Sprünge und bedingter Sprung. Und der Opcode ist in 3-Bit kodiert. Und die meisten Befehle haben eine Adresse, das heißt, Addition geht auf den Akkumulator und addiert eine bestimmte Adresse auf den Akkumulator. Und hier im Mittelteil ist eigentlich so ein bisschen angezeigt, wie der Rechner funktioniert. Also fangen wir mal oben an. Für den Programmfluss ist der Programmzähler maßgeblich. Und zwar zeigt der an die Adresse, wo sich das Programm gerade befindet. In unserem einfachen Beispiel haben wir nur eine Addition, die hier im ersten Wort kodiert ist. Und deswegen ist der Programmzähler meistens auch 0, also sprich die erste Adresse. Der zweite Befehl ist der Sprung auf 0 zurück. Also bei 0 ist die Addition und danach, nach der Addition, kommt ein Sprung auf der Adresse 1 zurück auf 0. Also wie genau war das nochmal? Unser von Neumann-Rechner versteht insgesamt 7 Befehle, die jeweils in 9 Bits kodiert sind. Dabei werden 3 Bit für den Operationsteil und 6 Bit für den Adressteil verwendet. Unterstützte Befehle sind zum Beispiel die Addition und der unbedingte Sprung. Beide Befehle verfügen über den 6-Bit-Adressteil. Die Addition hat den Opcode binär 001 und der Sprung besitzt den Code 110. Unser einfaches Programm beginnt am Anfang des Speichers, wo bei Adresse 0 eine Addition mit 001 kodiert ist, die auf den aktuellen Akkumulatorwert den Inhalt der Adresse 00111110, also dezimal 30, addiert. Im Read-Only-Speicher an Adresse 30 steht dann der Wert dezimal 21. Logisch gesehen lautet also unsere erste Anweisung: Addiere 21 zum bestehenden Akkumulator und schreibe das Ergebnis wieder in den Akkumulator zurück. Der zweite Befehl unseres Beispielprogramms steht im Wort 1 und ist ein unbedingter Sprung mit Opcode 110, welcher als Ziel die Adresse 0 hat. Also wieder logisch gesehen, springe zurück auf die Addition. Unser Gesamtprogramm besteht also aus einer Schleife, die 21 auf den Akkumulator addiert und dies durch den Sprung auf 0 bis in alle Ewigkeit wiederholt. Genau, also was passiert dann? Dann wird hier, nachdem man den Befehlszähler ausgewertet hat, wird eins draufgezählt, ein Wort, das man den nächsten Befehl hat. Dann schaut man sich den Inhalt des Speichers an, wo der Befehlszähler vorher drauf gezeigt hat. Und da hat man eben den Operationsteil, das sind die 3-Bit-Opcode, wo kodiert ist, ob man addiert, subtrahiert, multipliziert oder so weiter. Und man hat den Adressteil. Die Adresse 30 haben wir hier oben kodiert. Das sieht man ganz deutlich, ist die Adresse 30 kodiert. Wenn man den Adressteil auflöst, werden die Daten geholt und werden das in das Operandenregister reingeschrieben. Und gleichzeitig kommt aus dem Akkumulator für den ersten Operand der Wert. Also wir haben 4 Geschwindigkeiten, 1, 2, 3, 4. Und wir laufen gerade mit dem langsamsten Takt, Schrittbetrieb. Und wo stehen wir jetzt gerade? Wir stehen am Befehlsanfang, also wir stehen bei der Addition.
Und jetzt haben wir ein Befehlsregister. Ah, wir haben die Addition, wir haben die Addition. Und die Adresse. 30. 30 war das. Also nochmal für die Anfänger. 2 plus 4 sind 6, plus 8 sind 14, plus 16 sind 30. Dann geht's weiter. Wir sehen, die Adresse 30 wird ausgelesen. Dann wird der Inhalt von Adresse 30 eingelesen und das ist 21. Das hier sind 1 plus 4 sind 5, 8, 21, genau. Das sind die beiden Operanden ins Addierwerk geladen, dann geht es in den Akkumulator, da wird das Ergebnis schon reingeschrieben und dann geht es wieder zurück vom Akkumulator in das erste Operandenregister. Und dann ist er wieder oben beim Befehlszähler und wir gehen dann wieder zum Sprung auf 0. Perfekt. Wirklich perfekt? Naja, zur Sicherheit fassen wir im Folgenden das Wichtigste nochmal kurz zusammen. Ein von Neumann-Rechner ist in insgesamt 4 grundlegende Komponenten aufgeteilt. Die erste ist das Speicherwerk, welches zum Ablegen und Wiederauffinden von Daten dient. Das Ein- und Ausgabewerk stellt die Verbindung nach draußen dar. Darüber werden üblicherweise Geräte wie zum Beispiel Festplatten, Drucker oder Terminals angeschlossen. Das Steuerwerk dient zur Kontrolle des Programmablaufs. Und schließlich liefert das Rechenwerk die Möglichkeit, arithmetische Operationen durchzuführen. Zum Beispiel die Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division. Unser Schulungsrechner bietet darüber hinaus noch eine Tafel für den Zeitablauf, um den Studenten die jeweils aktiven Verarbeitungsschritte anzuzeigen. Steuerwerk, Rechenwerk und Ein- und Ausgabewerk sind über einen Bus mit dem Speicherwerk verbunden. Dieses ist in 35 Wörter mit jeweils 10 Bits unterteilt. Jedes Wort bekommt eine eindeutige Zahl zugewiesen, welche dann als Adresse bezeichnet wird. Wie bereits erwähnt, ist der obere Teil des Speichers in unserem Beispiel so eingestellt, dass im ersten Wort die Addition mit Adresse 30 und im zweiten Wort der Sprung zurück auf 0 kodiert ist. Auf der Adresse 30 ist schließlich die Zahl 21 gespeichert, welche später von dem Programm für die Addition verwendet werden soll. Das Steuerwerk besitzt einen Befehlszähler, der auf die nächste auszuführende Instruktion zeigt. Außerdem verfügt es über ein Befehlsregister, das über den Bus mit Instruktionen aus dem Hauptspeicher befüllt werden kann. Das Rechenwerk beherbergt den Akkumulator, einen internen Zwischenspeicher, welcher das Ergebnis der letzten Berechnung festhält. Mit dem Addierwerk wird dann schließlich gerechnet. Als Eingabe für die arithmetischen Operationen dienen 2 Register, wobei Operand 1 vom Akkumulator geladen und der zweite Operand über den Hauptspeicher befüllt wird. Und zwar mit dem Inhalt des Wortes, auf das die Adresse der Addition zeigt. Nachdem wir jetzt die Komponenten des Systems kennen, wird es Zeit, den Rechner zu starten. Beim Hochfahren bekommt erstmal das Steuerwerk Kontrolle und beginnt mit Befehlszähler 0. Das bewirkt, dass aus dem Hauptspeicher die erste Anweisung, also in unserem Fall die Addition, über den Bus in das Befehlsregister geladen wird. Bei der Dekodierung des Befehls wird anschließend festgestellt, dass es sich um die Addition mit Adressteil 30 handelt. Weil hier kein Sprung vorliegt, wird der Befehlszähler um ein Wort weitergezählt, damit später die nächste Instruktion geladen werden kann. Dann wird das Rechenwerk angesprochen und das erste Operandenregister aus dem Akkumulator geladen. Anschließend wird aus dem Speicherwerk von Adresse 30 der Wert 21 ins zweite Operandenregister übertragen. Schließlich werden beide Operanden ins Addierwerk überführt, wo das Ergebnis berechnet und anschließend zurück in den Akkumulator übertragen wird. Damit hat das Rechenwerk seine Aufgabe erfüllt und übergibt die Kontrolle zurück an das Steuerwerk. Dort wird die nächste Instruktion von Adresse 1 geholt und dann wieder ins Befehlsregister geladen. Beim Dekodieren stellt der Rechner fest, dass es sich diesmal um einen Sprung auf Adresse 0 handelt.
Dazu setzt das Steuerwerk einfach den Befehlszähler auf das gewünschte Ziel, nämlich den Anfang des Speichers. Dort steht natürlich wieder unsere Addition, welche dann die zweite Runde unseres lustigen Zählspiels einläutet. So, nochmal zu der Technik. Also hier haben wir den Taktgeber mit einer Nockenwelle. Dann in der Mitte haben wir das Rechenwerk mit Relais, würde ich sagen. Das sind Relais, oder? Ja. Und dann hier haben wir diese mechanische Trommel für den Speicher, für den Read-Write-Speicher. Und hier oben die Schalter für den Read-Only-Speicher und die Auswahl für die Adressierung, dass man den richtigen Schalter eben adressiert, den man gerade braucht. Oder die richtigen Schalter, besser gesagt. Mehrere Schalter geben ja dann ein Wort.